Da ist er ja. Hi, Milo. Ich glaub's einfach nicht, dass wir extra Punkte dafür kriegen, wenn wir in die Oper gehen. Warst du schon mal in der Oper? Die Punkte haben wir uns verdient. Oh, da ist Amanda. Amanda, hä? Oh, nein, nein, sie ist nur jemand, den wir aus der Schule kennen. Wie ist mein Gips? Ist einer deiner Besten. Entschuldigt mich. Hey, Amanda. Milo? Ich meine... Hi, Milo. Was machst du denn hier? Ich sammle extra Punkte für Mrs. Whites Unterricht. Du kannst bei uns sitzen, wenn du willst. Ich habe noch einen Sitz reserviert, falls meiner zerstört wird. Wie sollte dein Sitz zerstört werden? Da gibt's unendlich viele Möglichkeiten. Okay, genau deswegen bin ich ein bisschen nervös. Das Gute an Opern ist, dass sie so gut einstudiert und vorhersehbar sind. Das Problem ist nur, dass unglaublich viel schiefgehen kann. Meistens betrifft das diesen Bereich hier. Ach, na ja. Nur keine Sorge, Murphys Gesetz oder nicht, die Show muss weitergehen. Das hoffe ich, denn ich habe nur sehr wenig... Milo? Hä? Oh. Ich verwende hierfür nämlich 3 meiner geplanten Spaßstunden. Du planst Zeit ein, um Spaß zu haben? Wie kriege ich das sonst alles unter? Wow, jede Minute deines Tages ist verplant. Mittwoch 10.50 Uhr bis 55 Uhr Orange schälen und essen? Diese Oper dauert genau 2 Stunden und 11 Minuten. Zusätzlich habe ich 1,5 Minuten für Applaus eingeplant. Nur für den Fall, dass sie richtig gut ist. Meine Spaßstunden sind mir sehr wichtig. Es darf nichts schiefgehen. Keine Sorge, Amanda. Ich kümmere mich darum. Oh, das klingt toll. Ist dir eigentlich klar, dass du gute 3 Minuten einsparen könntest, wenn du von Orangen zu Mandarinen wechseln würdest? Merke ich mir. Was ist denn das für eine hässliche Krawatte? Das ist ein Plastron. Als ich das letzte Mal sowas Großes getragen habe, bekam ich einen Hummer. Ich will damit sagen, das sieht wie ein Hummerlätzchen aus. Wenn man sich in einem Restaurant einen Hummer bestellt, dann... Schon verstanden. Entschuldigen Sie? Reichen Sie mir bitte ein paar Pistazien? Oh, tut mir leid, junger Mann, aber in diesem Moment sind uns die Pistazien ausgegangen. Ja, sind alle weg. Aber sind da nicht Pistazien direkt hinter Ihnen? Ja, naja, weißt du, das sind nur Ausstellungspistazien. Und wir dürfen keine Ausstellungspistazien verkaufen. Was hältst du stattdessen von einer gummiartigen Waldkreatur, auf der du rumkauen kannst, hm? Ehrlich gesagt möchte ich wirklich lieber Pistazien. Ich glaube, er hat sich selbst hypnotisiert. Na schön, ich gebe dir 4. Nach rechts zum Zudrehen, nach links zum Aufdrehen. Ich weiß, wie der Spender funktioniert. Was ist das Problem? Sind Sie neu in dem Geschäft? Das ist eine sehr vermessene Anschuldigung. Es ist ja nicht so, als hätten wir den Kerl, der sonst hier steht, gefesselt und in den Keller gesperrt. Mann, du legst dich ja ganz schön ins Zeug, um einen freien Tag zu kriegen, Bob. Hilf mir doch mal, da muss doch ein Schloss sein oder sowas. Könntest du dich beeilen? Ich sehe nichts. Na sowas, diesen Spender dreht man nach rechts auf. Oh nein, warten Sie! Du hattest nur eines zu tun. Das gilt genauso für dich. Die Oper wird euch gefallen. Ein Gangsterboss geht wegen eines moralischen Konflikts zu einer Therapeutin. Egal, Extrapunkte sind Extrapunkte. Ah, klingt so, als würden sie anfangen. Wo ist Milo? Ich gehe ihn mal lieber suchen. Überall liegen Pistazien verteilt. Willst du angeben oder hole ich einen Besen? Wie soll ich denn damit angeben? Ich hole einen Besen. Was macht ein Bariton in unserer Pizzeria? Wenn ich ihn erwisch, dann jault der Mamma Mia. Die Lampen da oben scheinen nicht so richtig festzuhängen. Ach, ist schon okay. Es sei denn, jemand lehnt sich aus Versehen zu fest gegen die Kulisse, die dann die Feuerwehraxt trifft, die dann auf den Boden fällt und die Ratte erschreckt, die daraufhin gegen diese Lampe rennt und umschmeißt, was dazu führt, dass sich die Knoten der Seile lösen. Warte mal kurz, wie kann diese Lampe diese Seile treffen? Nein, 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 nicht diese Lampe. Diese Lampe und diese Seile. Oh, verstehe. Was ist mit dem Sandsack da drüben? Der ist unwichtig. Also, wenn all das passieren sollte, hättest du ein Problem. Ah, zum Glück ist das sehr unwahrscheinlich. Oder das Seil da löse ich einfach, weil ich es nicht gut festgeknotet habe. Phil, wo hast du das her? Da hinten habe ich ein Versteck. Komm mit. Und dieser Bariton glaubt, er kann uns sagen. Oh, ich muss mich darum kümmern, dass die Lampen nicht auf die Sänger fallen. Das wäre überhaupt nicht gut für Amandas Spaßstunden. Wenn ich ihm was hustet, ja, dann kann er in die Schnabeltasche pusten. Du sagst es, was du sagst, es, was wir haben. Oh nein, sag da oben. Was ist ein Baden in Spaghetti-Sauce? Grandios. Oder ich schick ihm den Pferdekopf. Ich wusste gar nicht mehr, dass es in dieser Oper einen Hund gab. Dioji, geh nach Hause! Diese Vorstellung ist anders als die letzte, bei der ich war. Tief
und gleichmäßig atmen. Lass diesen Yoga-Blödsinn. Er singt auf unserem Land, er weiß genau, dass das wie Krieg ist. Und wenn ihr so weitermacht, verpasse ich ihm eine Laryngitis. Es war nur ein Stück... Milo, was tust du da? Ich sorge dafür, dass hier hinten nichts schief geht. Amandas eingeplante Spaßstunden wachsen nicht auf Bäumen. Weißt du, sie hat nur diese 2 Stunden, 11 Minuten und ein bisschen, falls es viel Applaus gibt. Tja, ich glaube, der tosende Applauszug ist abgefahren. Ich hoffe nur, es geht ansonsten nicht schief. Der Zug ist auch gerade abgefahren. Dann schläft er bald bei den Fischen ein. Das ist Krieg. Nein, ist es keinesfalls. Ein Sängerkrieg. Ihr seht das völlig falsch. Wir sind im Krieg. Versteht ihr nicht? Im Sängerkrieg. Hört endlich auf damit. Das ist Krieg. Ein Sängerkrieg. Oh nein! Versteht der Krieg. Zack, leg den Hebel wieder um. Nein, den anderen Hebel. Puh, das ist niemandem aufgefallen. Du bist ein ruhiger blauer Ozean. Der Bariton, er plagt mich, er trifft meine Tonart nicht. Und jetzt tobt dieser Sängerkrieg, das ängstigt sogar mich. Dieser Last. Milo, sieh mal, der Kronleuchter, er rutscht runter. Das ist nicht gut, ich kümmere mich drum. Nachts in meinem Schlafbett panisch und so allein. Deshalb komm ich zu Ihnen, ich will ganz offen sein. Ebenso plagt mich meine Mutter. Oh, die Zeit ist leider schon vorbei. Oh Mann, das war wahrscheinlich meine Schuld. Oh oh. Ich verschwinde hier lieber, bevor noch was... Oh! Trau dich, Bariton! Trau dich! Trau! Trau dich, Bariton! Trau dich, Bariton! Und trete ins Licht. Nun stell dich zum Kampf und zeig dein Gesicht. Das war dein Stichwort, ich warte nicht ewig auf dich. Mr. Bariton, Sie sind dran. Ich gehe auf keinen Fall da raus. Die Show muss weitergehen. Ich bin schon da! Warst du früher nicht mal viel größer? Ich weiß noch, wie mein Arzt mir gelobte. Nun, ich bin etwas verwirrt, du bist nicht der, mit dem ich probte. Es scheint, das ist jetzt frei, wir müssen wohl improvisieren. Doch wir kriegen das schon hin, die Leute werden applaudieren. So, dann bist du wohl ein Bariton und kämpfst jetzt gleich mit mir. Ich halte Mezzo-Sopran und es endet nur hier. Deine Stimme liegt genau zwischen Tenor und Bass. Ja, die Lage nennt man Bariton, ich weiß nicht, was du hast. Was? Mezzo-Soprano ist dein Nachname. Und ihr alle singt doch Bariton, das macht euch alle gleich. Warte mal, Mezzo-Soprano, ja, so heißen wir. Doch wir alle singen Bariton, drum sind wir so wie ihr. Ja, stimmt! Mezzo-Soprano, ja, so heißen wir. Doch wir alle singen Bariton, drum sind wir so wie ihr. Wir sind alle Baritone. Die Jungs, ich geh nach Hause. Bravo! Das
Das war überraschenderweise sehr unterhaltsam. Und trotz der 5 Minuten Applaus am Ende war es kürzer als sonst. Das heißt, ich habe noch Zeit für eine Pizza. Das klingt nach einem guten Plan. Gehen wir. Okay, na los, Milo. Wer weiß, was da noch passiert. Übertreib's nicht. Läuft's mal schlecht, glaube ich trotzdem ans Gute.